Denn mit dem heutigen Tag wird es die Höllenkrieger nicht mehr geben. Ja gut, ich würde mal sagen, das war jetzt Nummer 1. Leute, ich würde mal sagen, jetzt ganz offiziell, das war's mit den Höllenkriegern. Es ist hier nichts mehr übrig. Yo, was geht ab, YouTube? Blackjack wieder mit einem neuen Minecraft-Video am Start. Und Leute, ihr habt das Video von gestern gesehen. Wir haben, ja, Timmy eliminiert. Und ja, wir müssen jetzt quasi, oder was ich jetzt quasi vorhab, ist, dass wir von den Höllenkriegern eigentlich einfach alles auslöschen. Das, als ob die quasi nie existiert haben. Gut, es ist natürlich sehr schwer, ja, das ungeschehen zu machen, weil wenn ihr euch mal hier noch Lazy Town anguckt oder Lofty's KFC, den es erwischt hat, hier Lazy Town, der durch die Wither, ja, guck mal, komplett durchlöchert ist. Und hier sogar MBKs Haus ist er reingegangen und die haben hier alles kaputt gemacht. Also, ich meine, es sah schon vorher echt mies aus, aber jetzt ist ja noch mehr. Also jetzt hat er hier auch die Bank erwischt. Überall die ganzen Krater hier im Boden sind alles von den Withern kommen. Und mal von der Burg ganz abgesehen, ihr seht, hier sind riesen Löcher drin. Das wurde absolut mit Mühe wieder aufgebaut. Und ja, jetzt können wir mal gucken, hat Team ja nicht seine Sachen schon geholt? Ja, ein paar. Hier haben wir ihnen ja quasi die Amboss-Strafe gegeben. Und ja, ich meine, ihr seht es, man kommt hier tatsächlich eigentlich nicht mal rein. Also, wie gesagt, hier ist alles kaputt. Das wurde mühevoll wieder aufgebaut. Und deswegen habe ich mir jetzt vorgenommen, wir werden, ja, die Höllenkrieger-Base komplett in ihre Einzelteile zerlegen und hoffen, dass Timmy dann wirklich, ja, aufgibt, dass er dann sagt, okay, hier, keine Ahnung, es bringt nichts mehr, er hat wieder alles verloren. Deswegen nehmen wir uns hier jetzt auf jeden Fall mal eine Menge TNT mit und nehmen noch eine Spitzhacke mit. So. Dann bewegen wir uns nämlich jetzt mal in den Nether rein. Wir können auch mal gucken bei der alten Base. Timmy hatte ja vorher schon mal eine. Da gucken wir, hoppala, da würde ich sagen, gucken wir mal ganz kurz hin und schauen mal, ob da überhaupt noch, also ob da eigentlich der Wither noch ist. Weil da wurde ja im Livestream ein Wither gespawnt. Und ja, der hat ja bis dato dort sein Unwesen getrieben. Jetzt müssen wir nur mal gucken. Wir müssen hier lang. So. Das ist nämlich der Weg und dann die Laternen hinterher. Haben sie nämlich damals auch, haben sie selber quasi nicht mehr gefunden. So, jetzt müssen wir eigentlich gleich dort sein. Ja. Der Wither ist auf jeden Fall noch da. Wir können mal kurz gucken, wo der jetzt gerade ist, wo der sein Unwesen treibt. Weil ich sage euch ehrlich, also an sich war das schon eine coole Base, also so eine Wither-Base. Aber, ja, war halt Timmy. Oh. Ich höre schon, wie hier irgendwelche Sachen explodieren. Jetzt müssen wir mal gucken. Vielleicht können wir hier auch noch ein paar coole Sachen mitnehmen. Oh. Alter, der Wither wütet hier auf jeden Fall noch ordentlich rum. Ich weiß nicht, wo er ist. Aber wir können mal kurz gucken, ob wir hier noch ein paar Sachen, oh, ein paar Sachen finden zum Mitnehmen. Ja, in die Truhe gucke ich jetzt nicht rein. Was ist hier? Wahrscheinlich wieder ein Teil von Timmy seinen, ja, seinen Gedanken. Amboss. Lava. Ich muss hier echt aufpassen, ey. Dierschaufelbett. Okay. Also hier gibt es so... Oh. Ja, genau hier war eigentlich ein Raum. Junge, was ist denn mit dem Wither los?
Der macht hier richtig Rambazamba. Wo ist denn der? Komm, wir gucken mal, Leute, ob wir den finden. Der ist ja scheinbar irgendwo... Irgendwo hier oben. Das ist ein Enderman. Wo ist der denn? Hä? Wo ist der Wither? Oh, nee. Wo um alles in der Welt ist der, Leute? Oh, Blaze Rods. Boah, ich muss hier echt aufpassen, ey. Ist der hier irgendwo zwischendrin oben? Oder hier? Betreten verboten. Hey Leute, also ohne Scheiß, ich finde den Wither nicht. Ich würde mal sagen, wir machen mal einen kurzen Cut, wenn ich den gefunden habe. So Freunde, ich habe die Suche jetzt nach dem Wither aufgegeben. Also ich habe den nicht gefunden, aber ich habe hier einen Wither-Skelettschädel gefunden. Auch nicht schlecht. Also wir können, einen habe ich ja noch. Das heißt, wir könnten tatsächlich sogar selber fast noch einen Wither spawnen. Aber wir sind jetzt an der Base angekommen. Und dort werden wir jetzt... Hier liegt ja sogar noch TNT von uns. Boah. Hier sind so viele Ghasts. Die muss ich jetzt erstmal kurz wegmachen. Hallo. So aufpassen, hier ist TNT, ey. Komm. Mach dich ab jetzt. Du Lump. Ey, das gibt's nicht, dass ich den nicht treffe. Jetzt habe ich ne. Oh. Ja, seht ihr? Schon geht's abwärts. So. Leute, ich würde mal sagen, wir werden jetzt hier eine Schneise reinkloppen. Und da werden wir jetzt dann überall gleich TNT platzieren. Boah. Wo ist der denn schon wieder? Oder war das überhaupt der? Keine Ahnung. So. Wir werden hier jetzt überall Löcher reinkloppen. Aber ich muss so aufpassen, dass ich da nicht reinfall. Und werden jetzt gleich, also ich mache jetzt die Löcher rein und dann werden wir überall hier in den Löchern, werden wir TNT platzieren. Ich komme wieder, wenn ich fertig bin. So Freunde, ich habe mir jetzt was Besseres überlegt. Ich werde jetzt nicht hier überall alles abkloppen, aber ich habe gerade eben gesehen, guck mal da oben. Da hängt ein Wither-Schädel. Jetzt haben wir drei Stück, hängen da noch mehr? Ich glaube nicht. So Leute, wir werden jetzt anfangen hier... TNT hinzumachen. So. Schön überall TNT hinsetzen. So. Denn mit dem heutigen Tag wird es die Höllenkrieger nicht mehr geben. Oh nein. Ja gut, ich würde mal sagen, das war jetzt Nummer 1. Und wir werden jetzt nochmal Nummer 2 machen. So.
gut, hier ist schon alles weg. So. Auf jeden Fall auch noch in Timmys Inneres. Aber wir tun erstmal, tun wir hier unsere ganzen Sachen mal schützen. Hier tun wir noch die Widerschädel drin. Da haben wir 3 Stück. Perfekt. Das Schwert lassen, tun wir auch mal da rein. So. Der Turm ist ja eh schon fast komplett gesprengt. Dann würde ich sagen, oh, boah. Ich habe keine Elytra an. Ja, komm, machen wir hier auch. Ja, wobei Obsidian bringt nichts. So. Wir werden jetzt in dem Turm auch noch ein bisschen was platzieren. So. Oh nee, ey. Oh, Goldapfel. Boah, Leute. Boah. Das war knapp. Komm, nerv nicht. So, die letzten 3 machen wir hier rein. Und jetzt, Leute, werde ich erstmal diesen Gast hier weghauen und dann könnt ihr euch das Spektakel mit anschauen. Mann, nerv nicht! So. Leute, jetzt? Von wo aus zünden wir es? Ich glaube, da drüben ist ein guter Platz. Von hier. Ei, ei, viel zu schnell. So, Bogen. Und. Bisschen zu hoch. Nein. Ey, das gibt's doch nicht. So, Leute. Das Ende der Höllenkrieger. So, haben wir noch irgendwo TNT? Wir können mal gucken, vielleicht treffen wir das ja. Zu niedrig. Nochmal zu niedrig. Fast. Oh, Treffer. Und vielleicht gehen die Enderkristalle auch. So, jetzt die Frage. Wir werden das dann da drüben zünden. So. Leute, ich würde mal sagen, jetzt ganz offiziell, das war's mit den Höllenkriegern. Es ist hier nichts mehr übrig. Die Base ist erledigt und damit auch die Höllenkrieger. Ich würde sagen, unser Ziel, ja, was wir wollten, ist erreicht. Ich hoffe mal, dass die Höllenkrieger jetzt nicht mehr zurückkommen werden.
Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder die kommen jetzt nicht mehr zurück oder stärker und stinksauer. Aber wir haben Timmy erledigt. Wir haben jetzt die Base eliminiert. Ich würde sagen, Leute, das, ja, war's im Endeffekt jetzt mit den Höllenkriegern. Nerv nicht. So, an der Stelle würde ich nämlich dann sagen, meine Freunde, soll's das mit dem Video gewesen sein? Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.